Willkommen bei Unplugged Wohnzimmer. Wir haben heute zu Gast Marie Feiler und wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Geht es dir denn gut, Marie? Ja, mir geht's gut. Ja, und die Anreise war? Aufregend, aber hat alles geklappt. Genau, gerade heute ein bisschen schwieriger, aber schön, dass du es hergeschafft hast. Und ich würde sagen, wir hören einfach gleich mal den ersten Song. Gerne. Und danach quatschen wir eine Runde. Sehr gut. Viel Spaß. Ja, ich spiele einen Song, der heißt Zu jung. Da geht es so ein bisschen darum, dass, den habe ich letztes Jahr geschrieben, als mir mal aufgefallen ist, dass es anfängt in meinem Freundeskreis, dass Leute sagen, dass sie zu alt sind für Dinge und dass man irgendwie nicht mehr so viel Zeit sich genommen hat, um einfach beieinander zu sein. Und genau. Wir mussten uns ja so beeilen, groß zu sein, wir wollten mal alles reißen und alles teilen. Jetzt bist du fast nie mehr dabei, hast dich zu oft zerrissen und zu oft zerteilt. Da wo wir mal groß waren, fühlt es sich gerade ganz klein an. Und dann erwisch ich mich, wie ich erwäge, dass ich dich da zu den Dingen auf die Seite lege, vielleicht noch für später aufhebe, erst alles geteilt. Und jetzt teilen sich nur noch unsere Wege, doch wir sind noch zu jung, um zu sagen, dass wir zu alt sind. Und ich muss dir mal sagen, dass ich das alles zu gewollt find. Ich würde immer zurück auf los, deine Kleinigkeiten stapeln sich zu hoch. Und wir lassen uns doch nur noch viel zu selten loslassen. Und ich krieg uns nicht mehr zu fassen. Du fragst mich, ob es mich stört, wenn du rauchst. Und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, rauche ich auch. Ich hab an dir so viele Worte verbraucht. Du bist mit ihnen untergetaucht. Doch wir sind noch zu jung, um zu sagen, dass wir zu alt sind. Und ich muss dir mal sagen, dass ich das alles zu gewollt find. Du stehst noch da und schreist High Life. Eigentlich bist du es leid und ich war dich suchen, aber du hattest keine Zeit. Und so trennt sich halt Spree vom Weizen, eins auf unsere besten Zeiten, eins auf den Moment verpassen. Wir haben uns im Sand verlaufen lassen. Du guckst sprachlos Richtung Tür, versenkst mich mit dem letzten Bier. Wenn ich heute Nacht betrunken träume, dann träum ich nicht mehr von dir. Nicht mehr von dir. Da-da-da-da-da-da-da. Nicht mehr von dir. Uns ja so beeilen. Wir wollten doch mal alles teilen. Dankeschön. Voll schön. Dankeschön. Ein gutes Thema, finde ich. Dieses ständige Jammern, ne, dass man
alt ist oder zu alt wird. Je älter man wird, desto öfter kommt dieses Thema. Ich finde das so cool, mal in einem Song zu haben. Also, ja. Wie du diese Zeile gesungen hast, wir sind zu jung, um darüber zu reden, dass wir zu alt sind. Also, fand ich genial, hat mich total angesprochen. Also ich dachte mir, ja, alle jammern die ganze Zeit, dass sie langsam zu alt sind. Dabei sind wir doch eigentlich noch so jung im Verhältnis. Das ist echt verrückt. Nee, ja. Super, dass das mal in einem Song ist. Also ganz, ganz toll. Vielen Dank für diesen Song. Ich fange jetzt mal an. Ich habe eine Beschreibung über dich gefunden, wo ich finde, dass deine Musik total gut zusammenfasst, aber gleichzeitig hat es bei mir irgendwie total viele Fragen aufgeworfen. Mhm. Ich lese jetzt mal vor. Ich habe gefunden, du machst verträumtes Singer-Songwriting aus Berlin, Geschichten von Heim und Fernweh, unterwegs sein, suchen, finden und Tee trinken. Mhm. So, da habe ich gleich 5 Fragen. Erstens, was ist dein Lieblingstee? Oh, gute Frage. Ich trinke eigentlich mehr Kaffee, aber wenn ich mir einen Tee aussuchen müsste, ist es, glaube ich, Ingwer-Zitronentee. Das ist auch am besten für die Stimme. Ich wollte gerade sagen, genau. Und für die Gesundheit. Absolut. Die Stimme und Vitamin C. Aber ich mag auch Schwarztee mit einem Schluck Hafermilch. Das finde ich auch richtig gut, nur das ist leider nicht so gesund wie Ingwer-Zitrone. Deswegen, wenn man mischt, hat man die perfekte Balance eigentlich. Zur Balance kommen wir später noch. Da kommt gleich meine nächste Frage. Bist du gebürtige Berlinerin? Nee, ich komme aus Würzburg, aus Bayern. Aus Bayern, ja gut, ich auch. Ach, witzig. Genau, eigentlich sind wir ehemalige Nachbarn und schön, dass wir uns hier wiedersehen. Gut, diese Frage hat sich da sehr spannend. Ich dachte wirklich, du wirkst so berlinerisch irgendwie. Echt? Witzig. Ja, total. Wir sind jetzt 6 Jahre. Okay, du hast dich gut eingelebt. Passt sich an, genau. Genau, nee, also das hast du gut hingekriegt. Cool, danke. Sehr schön. Ja, ich überlege jetzt gerade, zu welcher Frage ich als nächstes gehe, weil dieses, wann du mit Musiksein angefangen hast, ich habe ein bisschen so geguckt, seit wann es dich jetzt als Marie Feiler gibt. Und ich habe YouTube sagt seit 2015, Instagram sagt seit 2016. Wir machen hier mal ein bisschen Werbung für YouTube und Instagram. Marie Feiler auf Instagram, auf YouTube, total einfach zu finden. Genau. Wann hast du dich denn in die Musik so verliebt, dass du gesagt hast, das ist es und ich kann nicht mehr ohne? Ja, also ich bin 2014 nach Berlin gezogen und meinen ersten eigenen Song habe ich kurz davor geschrieben. Also so, als ich noch zu Hause war und so in der Unsicherheit, was so passiert und auch irgendwie in so einem emotionalen Moment, in diesem Gehen irgendwie und auch Leute und Sachen zurücklassen. Und dann habe ich aber ganz lange gar nicht meine eigenen Sachen gespielt. Also den Song gab es dann irgendwie und dann ist irgendwie ein halbes Jahr später mal ein weiterer dazugekommen. Aber das war noch sehr privat für mich. Die haben vielleicht mal meine Eltern gehört oder so, aber sonst eigentlich niemand. Und dann habe ich, glaube ich, so... Ja, ich würde sagen, 2016 mich das erste Mal auf einer Open Mic getraut, irgendwie Dreamers zu spielen. Das ist der Song, eben, den ich als erstes geschrieben habe. Und dann hat es so ganz langsam angefangen. Also es war eigentlich dann, dann kamen ein paar mehr Songs dazu. Dann kam das auf der Bühne auch irgendwie ganz gut an und dann hat das auch Spaß gemacht. Und dann kamen auch plötzlich Worte und Songs. Also dann ging es irgendwie los. Wow. Genau. Also ich würde sagen, seit 2016, so dass ich mal auf Bühnen war mit meinen eigenen Songs. Mhm. Und seitdem ist es immer mehr geworden. Ja. Das ist ja super interessant, weil man hört oft so, ja, ich habe schon mit 3 angefangen, ein Instrument zu spielen und mit 6 schon gesungen. Wie war das dann mit Instrument? Kam das dann auch erst da dazu? Nee, also gesungen habe ich auch schon immer und auch viel, im Kinderchor, in der Schule und so die Sachen gemacht. Aber noch keine eigenen Sachen. Und ich habe Querflöte gespielt, seit ich in der Grundschule war. Die verstaubt jetzt leider im Schrank. Und Gitarre habe ich dann irgendwann auf dem Zeltlager mal angefangen, halt so die Akkorde ein bisschen zu lernen und habe das dann einfach parallel zum Singen irgendwie mir beigebracht. So autodidaktisch. Ja. Wow, dafür wirkt das aber sehr technisch sehr versiert cool. Und sehr sauber. Also ich kenne das von mir immer, ich bin da immer sehr... ja, es wird langsam. Wirkt, als hättest du Unterricht gehabt. Ist das nicht toll? Das super. Ist toll, ja. Ja, das ist doch schon mal gut. Mhm. Was spielst du denn als nächstes? Was spiele ich denn als nächstes? Dreamers hebe ich mir noch auf. Genau, da kommen wir noch mal. Aber dann spiele ich... ich spiele jetzt Kippe und Bier. Das ist doch gut, wird schon spät. Kippe und Bier von Marie Feiler für euch. Stell dich auf deinen Balkon und ich stell mich daneben. Du
schaust in den Horizont und sagst, es sieht so aus, als wird es Regen geben. Und seit dir regnen Worte auf Papier und wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich dich neben mir, wie du nur da bist mit Kippe und Bier und beide Hände ganz fest am Klavier, als wär's ein Teil von dir und du ein Teil von mir. Bei dir gab's nie draußen vor der Tür nur bunte Gedanken auf weißem Papier. Auch wenn du nicht bleibst, dann bleibt ein Lied aus dir. Und krieg ich einen Zug von deiner Zigarette, bevor du den nächsten nimmst, und ich will gar nicht fragen, ob wir bleiben. Viel zu stark, wie wir schweigen. Vielleicht gut, wenn das vergeht. Jetzt sitzt du im Zug und schreibst mir, es war nicht so gemeint. Ist das, was uns so einfach scheint, am Ende alles, was uns bleibt. Es ist die relativste Zeit, die viel zu schnell verstreicht und dann im Nachhinein so lange bei uns bleibt. Die Blätter füllen und zerreißen. Ich leg mich zwischen die Zeilen, lass die Geschichte schreiben. Und krieg ich einen Zug von deiner Zigarette, bevor du den nächsten nimmst. Und ich will gar nicht fragen, ob du bleibst. Ist viel zu stark, wie du schweigst. Vielleicht gut, wenn das vergeht. Vielleicht gut, wenn das vergeht. Vielleicht gut, wenn du jetzt gehst. Bald sind wir nur ein Glas mehr und leerer als halb voll. Und ich weiß nicht, was uns noch umeinander halten soll. Nur eine Tür, die sich leise schließt und bloß keine Träne über uns ergießt. Hey, wir haben halt ein bisschen zu weit in eine Zukunft geschaut und uns aus schönen Worten unsere Träume gebaut. Ich werf sie ein und ich bau die auch allein. Und es träumt sich viel schöner, um ehrlich zu sein. Könnte das schöner gar nicht sein. Auch nur Zeit und die geht auch vorbei. Ist auch nur Zeit und die geht auch vorbei. Es ist nur Zeit und du gehst auch vorbei. Wir sind nur Zeit und die ging halt. Ich dachte, ich spiele heute mal ein Cover, das passt ein bisschen zu dem Thema, dass die Zeit das Einzige ist, was hilft, wenn man über irgendwas hinwegkommen muss oder irgendwas. Tick näher? Okay. Das heißt, die Zeit hält alle Wunder. Das ist von Wir sind Helden. Zeit hält alle Wunder, wenn du sie gut verschnürst. Bind nur die Stelle gut ab, bis du gar nichts mehr spürst. Du weißt, ein Feuer geht aus, wenn man es länger nicht schürt. Und du weißt, dass du besser an alte Wunder nicht rührst. Und auch das größte Wunder geht vorbei. Und wenn es dich nicht loslässt, selbes drei, es geht vorbei, es geht vorbei. Du kommst auf die Welt, um dir den Kopf zu verdrehen. Du lachst über Hunde und deine eigenen Zehen. Du kannst, kaum kannst du laufen, alle 2 Meter stehen.
und du fällst auf die Knie, um noch ein Wunder zu sehen. Am nächsten Wunder ziehen sie dich vorbei. Und der dich im Arm hält, zählt bis drei. Es geht vorbei, 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 es geht vorbei. Die Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Die Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Die Zeit hält alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Da sind nur noch Narben, da wo Wunder waren. Wann wirst du endlich lernen, dir nicht den Kopf zu verdrehen? Du fällst über Hunde und deine eigenen Zehen. Du kannst kaum gerade laufen, bleibst alle zwei Meter stehen. Und du fällst auf die Knie, damit die Wunder dich sehen. Und das zehnte Wunder zieht an dir vorbei. Du betest, dass es stehen bleibt, zählst bis drei. Es geht vorbei, 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 es geht vorbei. Die Zeit heilt alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Die Zeit heilt alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Die Zeit heilt alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. Da sind nur noch Narben, da wo Wunder waren. Die Zeit heilt und alle wundern sich nach all den Jahren, dass nichts bleibt als ein paar Stunden, da wo Wunder waren. Die Zeit heilt und alle wundern sich nach all den Jahren, dass nichts bleibt als ein paar Stunden und Narben, da wo Wunder waren. Und Narben, da wo Wunder waren. Und Narben, da wo Wunder waren. Vielen Dank. Bisschen verkorkst. Jo, hast du noch Fragen für mich? Gar nicht. Mist. Ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel und ich frage mich gerade, warum ich überhaupt Karten habe, weil jedes Mal, wenn du einen Song spielst, kann ich dir eigentlich... Fällt dir was Neues ein? Frag mich, was Neues du willst. Genau. Also ich hätte eine sehr persönliche Frage, aber ich hebe es mir noch ein bisschen auf, bis wir uns besser kennengelernt haben noch. Die würde zwar zu dem Song passen, aber ich glaube, da kommt noch was, wo das auch gut passt. Bestimmt. Ich frage dich jetzt mal was Einfaches. Deine Stimme. Die ist ja krass. Also ich kenne sie ja von den YouTube-Videos. Hier nochmal kurze Erwähnung vom YouTube-Kanal. Gut, dass du das heute machst. Ich vergesse es dann immer. Traue mich nicht. Deswegen bist du hier, das ist dein Job. Ja, du musst dich nur wohlfühlen und Musik machen. Den Rest machen wir. Genau, jetzt bin ich überhaupt nicht aus dem Konzept. Genau, deine Stimme. Die ist ja jetzt live. Also du sitzt da jetzt hier natürlich mit 1,5 Meter Abstand neben mir. Da ist die jetzt nochmal krasser. Wie ist das passiert? Hattest du Gesangsunterricht? Ja, hatte ich. Ich habe mal mit 16 angefangen. Erst hatte ich, glaube ich, so ein halbes Jahr klassischen Gesangsunterricht, aber das hat mir nicht so gefallen. Und dann habe ich längere Zeit Jazz-Gesangsunterricht gemacht und ich glaube, da ist viel passiert. Und ich hatte auch hier in Berlin, oder habe ich auch immer noch, eine ganz tolle Gesangslehrerin und die hat ganz viel mich so entdecken lassen, was überhaupt meine eigene Stimme ist. Also ich glaube, die hat... ja, Shoutout. Die hat da ganz viel gemacht, was irgendwie mich einfach entdecken hat lassen und loslassen und dass ich so gemerkt habe, wie ich die nutze, wie ich das nutze, was da ist. Ne? Weil man versucht ja oft am Anfang dann wie Adele zu singen oder was weiß ich und unbedingt immer ganz hoch und alles raus und genau, da ist, ja, ich glaube, da ist viel passiert und dadurch, dass ich auch immer schon im Chor war, habe ich, glaube ich, einfach auch viel da, ja, schon immer gemacht.
aber es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Auch das, was du sagst, das zu entdecken, was die eigene Stimme eigentlich, wo die ist und wo die hin will, das ist natürlich dann toll, wenn man so für sich, deswegen wirkst du vielleicht so wahnsinnig mit dir im Einklang. Jetzt komme ich doch schon wieder zu dieser sehr persönlichen Frage. Ich hebe sie mir noch auf. Wir wollen es spannend lassen. Genau, jetzt hatten wir die Stimme. Jetzt reiten wir mal noch ein bisschen drauf rum, dass du Englisch und deutsche Lieder singst. Ja. Das muss sein, weil wir haben es immer öfter, wo man sagt, also wir haben oft Künstler hier, die tatsächlich auch beides machen, und wo dann immer so die Frage ist, ja, was war zuerst da, warum hast du dich für Deutsch entschieden, warum hast du erst Englisch gemacht? So, und ich will diese wunderbare Frage mich dir auch stellen. Die darf nicht fehlen. Ich habe auf Englisch angefangen. Mag daran liegen, dass ich da gerade aus einem Jahr in Kanada zurückgekommen bin und auch noch auf Englisch geträumt habe und so weiter. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass Englisch eigentlich einfacher ist, weil wir kennen ganz viel englische Musik, wir wachsen irgendwie damit auf. Und ich glaube auch, Englisch hat mehr so Floskeln, die man einfach verwenden kann. Ne? Die kennt man, und ich glaube, auf Englisch ist eigentlich einfacher, erstmal was zu schreiben. Und man kann sich hinter dieser Sprachbarriere halt auch verstecken, wenn man über persönliche Sachen schreibt. Ich bin dazu 1000% bei dir. Ich hätte es zwar nicht so schön formulieren können, aber ich sehe es wirklich genauso. Ja. Man fängt irgendwas, also ich habe auch mit Englisch angefangen. Mhm. Es ist irgendwie total natürlich. Also vielleicht, wenn man es viel gehört hat auch. Und ja, diese Redewendung und so, und vor allem das Verstecken. Mhm. Also das ist dieses, wo Deutsch einfach so wirklich, da ist nicht mehr viel da, da kann vielleicht noch eine hübsche Metapher draus machen, aber letztendlich weiß jeder ganz genau. Dann ist noch die Frage, hat man das selbst wirklich erlebt? Mhm. Oder schreibt man jetzt irgendwie über eine Geschichte von einer Freundin, die sie erlebt hat und so. Da komme ich zu der nächsten Frage. Cool, ja. Songwriting bei dir. Mhm. Ist das wirklich so, also erstmal, wie schreibst du? Wie passiert das bei dir? Und bist du so, dass du wirklich direkt Sachen von dir, so wie du es erlebst und fühlst, direkt aufs Papier packst? Oder lässt du dich inspirieren von anderen Geschichten? Also ich glaube, beim Englischen, da war viel, eine Geschichte hängt da irgendwie für mich hinter den Sachen. Und die steckt hinter ganz vielen Worten, auch nicht so genau in jedem, ne, in jeder einzelnen, nicht jede einzelne Sache ist wahr, aber das Gefühl dahinter ist irgendwie da gewesen. Und beim Deutschen habe ich angefangen mit einem Lied, das heißt Vom platonischen Tee trinken. Das ist eine wahre Geschichte. Ja, genau, deshalb hängt es in dem Text drin. Und das ist auf jeden Fall eine wahre Geschichte, aber natürlich auch mit schönen ausgedachten Elementen, die irgendwie dazu gedacht sind. Und so allgemein ist es bei mir so, dass ich natürlich einfach über die Sachen schreibe, die mir und Leuten um mich herum passieren. Mhm. Aber nicht, dass ich da dann genau wortwörtlich schreibe, was passiert ist oder so, sondern ich habe immer das. Also es ist oft so, dass ich irgendwie unterwegs schreibe, also wenn ich irgendwie am Laufen bin, spazieren oder Fahrrad fahren, und dann kommen mir manchmal einfach schöne Wortspiele. Oder auch wenn jemand mit mir spricht und mir irgendwas erzählt, und dann merke ich manchmal so, oh, das ist irgendwie schön, was derjenige gesagt hat. Und dann packe ich das irgendwie ein und schreibe es auf, und dann passiert der Rest irgendwann außenrum. Also manchmal ist das ein halbes Jahr später, dass ich irgendwie merke, so, oh, dieser Satz passt jetzt da dazu. Und das ist, glaube ich, dann oft so, dass ich dann, wenn ich irgendwie ein Gefühl habe oder irgendwas erlebt habe, dann fange ich an zu schreiben. Und dann ist aber natürlich auch viel darum gedacht und viel dazu gedacht. Und genau, also zum Beispiel Kippe und Bier, die Geschichte gibt es nicht so, wie ich sie besinge. Das wäre meine nächste Frage. Ja, nee, die gibt es nicht so, wie ich sie besinge. Aber da steckt ganz klar eine Geschichte dahinter. Und ich habe das Lied aber geschrieben, als ich mit einer Freundin in der Schweiz ganz viel Zeit verbracht habe auf ihrem Balkon, vielleicht mit dem einen unter anderem Bier und der einen oder anderen Zigarette. Und möglicherweise. Dann hat das Lied da irgendwie das hat sich dann alles vermischt. Genau. Ja. Das ist auch mal spannend beim Songwriting, es ergibt sich wie so ein Puzzle. Voll. Und gerade dann, wenn man es nicht erwartet, kommen plötzlich irgendwelche Sachen, das gehört ja zu dem Lied, ne, wo man irgendwie schon gar nicht mehr dran gedacht hat. Voll. Und mancher Song braucht ein Jahr, um fertig zu werden, und mancher schreibt sich irgendwie an einem Abend. Also das kommt auch einfach, ich versuche mich da nicht zu stressen, und ich schreibe einfach, wann immer es kommt. Das ist das, so blöd gesagt. Das ist das Geheimnis. Jetzt hier offiziell Geheimnisse von Marie. Da kommen wir noch zu mehreren später. Jetzt lassen wir dich aber erstmal wieder spielen. Deswegen bist du hier, um deine Musik mit uns zu teilen. Na gut. Wie heißt denn der nächste Song? Ja, dann werde ich jetzt wohl das Lied vom Tee trinken spielen. Ich würde sagen, das haben wir sehr gut so natürlich alles vorher besprochen. Das war alles durchdacht. Klar. Ja, genau. Dann vom platonischen Tee trinken. Danke.
Ich dachte, du fragst nie mehr, ob wir gehen. Und ich hab für heute schon genug gesehen. Nur irgendwie steckt dein Lachen noch an, ungewiss, ob man was daraus machen kann. Und vielleicht, vielleicht irgendwann. Und du sagst, du bist schön, doch es ist Zeit zu gehen. Ich hab so viel am Drehen und es ist noch zu wenig, um ihn mitzunehmen. Weißt, du kannst das verstehen und ich will dich gern morgen sehen. Kommst du vielleicht wieder, du vielleicht wieder morgen ab 10. Und wir trinken platonischen Tee. Und ich dachte, du fragst nie mehr, wo wir jetzt stehen. Und dass wir uns vielleicht besser eine Weile nicht sehen. Erinnere mich doch mal wieder dran, bis es einfach sein kann, nur so lang. Will ich wissen, wohin und wie lang. So lang, fang schon mal ohne mich an. Denn wir kommen nicht voran. Und du sagst, du bist schön, doch es ist Zeit zu gehen. Ich hab so viel am Drehen und es ist zu wenig, um den mitzunehmen. Weißt, du kannst das verstehen und ich will dich gern morgen sehen. Kommst du vielleicht wieder morgen um 10. Und wir trinken platonisch nur Tee. Und das tut wieder weh. Denn wenn ich dich jetzt seh und doch einmal mehr zu viel Gedanken verdreh und generell zu gern neben dir steh, dann kann ich's nicht verstehen und will den Drahtseilakt nicht mehr gehen. Also komm ich nicht wieder, ich komm nicht wieder morgen um 10. Halt noch einmal mein Gesicht und gib zu, platonisch war hier überhaupt nichts und dass du es auch auf deine Weise vermisst, auch wenn du wohl nicht mehr weißt, was das ist. Und vielleicht wird es irgendwann mal anders sein und versuchen wir es unplatonisch mit Wein und ließen's am Ende ganz sein. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr cool. Soll ich dich noch einen spielen lassen, bevor wie ich... Wie du magst. Du entscheidest. Ja, dann spiele ich noch einen, weil der passt dazu. Auf geht's. Der ist neu und der heißt Menschen, die auf Schienen starren. Genau, in meiner alten Ecke, wo ich gewohnt habe, gibt es diese Brücke, wo immer abends die Leute sitzen und auf die Schienen gucken. Vielleicht kennt die der eine oder andere. Und ich fand das einfach lustig, daraus dieses Lied zu machen. Dann viel Spaß. Hättest du mich gefragt, ich hätte dir nicht gesagt, dass ich ein bisschen mehr als etwas für dich übrig hab. Eine Tür geöffnet, damit abgeschlossen, uns die ganze Zeit nur Eitelkeiten eingegossen. Da, 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 da. Wieder nur 10 Minuten, die vielleicht entscheiden, ob wir irgendwann bis irgendwo zusammenbleiben. Wenn du müde bist und mich auf Zeit vergisst,
Ich setz den Kaffee auf, wenn du mal in der Nähe bist. Und auf der Brücke sitzen Menschen, die auf Schienen starren. Ich bin angekommen und du bist einfach weggefahren. Wenn ich meine Kreise zieh, die mal deine waren. Der letzte Schluck ist trüb und der letzte Blick zu lang. Da, 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 da. Ich hab zu viel aufgestapelt zwischen Papier in meinem Zimmer. Wenn ich was such, finde ich immer noch was von dir, sing ich immer schon am liebsten. Dann gehen wir darin unter, sind so viel Worte um nichts, sind zu lange her. Wir schauen uns zu und ich frag mich nicht mehr. Auf der Brücke sitzen Menschen, die auf Schienen starren. Ich bin angekommen und du bist einfach weggefahren. Wenn ich meine Kreise zieh, die mal deine waren. Der letzte Schluck ist trüb und der letzte Blick zu. Zwischen den Klappstühlen auf deinem Balkon. Es ist nicht gut genug, ich glaub gut waren wir schon. Es wär so einfach, ein bisschen schwerer zu haben zu sein. Am Ende liegt es an der Zeit, am Rasen deinen Freunden oder am Wein. Du sagst, es liegt an der Zeit, am Rasen, an der Freundschaft, zu viel Wein. Wenn wir auf der Brücke sitzen und auf Schienen starren, du hast sie hingelegt, ich hab es an die Wand gefahren, wenn ich meine Kreise zieh, die nie wirklich deine waren. Und auf der Brücke sitzen Menschen, die auf Schienen starren. Da frag ich mich, wie das alles so zum Ende kam, wenn ich meine Kreise zieh, die nie deine waren. Der letzte Blick ist trüb und der letzte Schritt so lang. Woo! Vielen Dank. Ja, warten mega. Also ich finde den Text echt, also echt cool. Richtig Dankeschön. Krass. Also kann man den irgendwo nachlesen? Ist müsste ich dir schicken. Ja. Der ist noch recht neu. Ja, ich muss ihn mal aufschreiben. Wow, also ja. Hat mich jetzt total, so eine ganz andere Herangehensweise ans Schreiben. Echt so richtig cool. Nee, echt, Dankeschön. Hat mir richtig gut gefallen. Das ist jetzt ein neuer Song. Ja. Wir, passt eigentlich ganz gut zur nächsten Frage. Das sind zwar jetzt nur Leute, die auf die Schienen starren. Du bist jemand, der tatsächlich auch viel reist, soweit ich das jetzt in deinen Videos erkennen konnte. Ja. Ich weiß nicht, wie gut es jetzt dargestellt ist und wie wahr es jetzt ist. Aber ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sehr, sehr viel unterwegs ist. Live sowieso auch. So was ich jetzt im Instagram gesehen habe. Nochmal der Verweis auf Instagram. meine Frage so, Corona hat es dir jetzt ja sozusagen, für Leute, die besonders gerne reisen, ist es ja nochmal blöder sozusagen. Wie kommst du damit klar? Wie hast du die Zeit jetzt anderweitig genutzt, da gesessen und geweint, dass du nicht reisen kannst? Also du musst natürlich nicht auf alles eingehen. Wie war das jetzt für dich? Natürlich auch viel Doofes und viel auch einfach Chaos, was ja die ganze Welt betrifft und mich dann auch immer viel mitnimmt, so diese großen politischen Themen auch einfach. Für mich ganz privat fand ich es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also ich bin sehr gerne und viel unterwegs und habe auch gerade im letzten Jahr, ich bin so viel Zug gefahren, dass es mir am Ende irgendwann so richtig so, oh Gott. Also man liebt sehr es und gut. Gleichzeitig ist man aber auch eben rastlos und müde und weiß dann gar nicht mehr so richtig, wo man so richtig ankommt, ne? Weil dann ist man irgendwie viel unterwegs und dann kommt man nach Berlin und dann, dann neige ich auch immer dazu, mich dann nicht auszuruhen, sondern direkt weiter, Das kenne ich. Die Pause war gut. Die Pause war eigentlich gut. Ich war kurz davor, das war ein Riesendusel, auf einer sehr schönen Tour mit einer Freundin zusammen. Und wir haben so in 8 oder 9 Städten
Konzerte in kleinen bis mittelgroßen Locations gespielt. Oh, und dann bin ich zurückgekommen, war fix und alle. Und dann kam Corona. Und eigentlich war das dann so, okay, erstmal jetzt ein bisschen durchschnaufen. Natürlich jetzt mit der Dauer nervt es mich natürlich und ich würde gerne lernen. Wie alle. Genau. Aber es war nicht so schlimm. Und was ich so gemacht habe, ist, ich habe am Anfang wenig Musik gemacht. Mhm. Also ich habe echt gemerkt, dass mein Kopf da gerade nicht dafür da war. Ich habe angefangen, meine Masterarbeit zu schreiben. Und ja, genau. Also ich habe mich viel an den Schreibtisch gesetzt, habe auch einen neuen Job angefangen. Und am Anfang habe ich aber auch ganz viel einfach gegammelt. Und das war schön. Ja, da bin ich total bei dir. Also man denkt ja so, Stopp, Corona, man hat jetzt endlich Zeit zum Schreiben. Und ich saß auch so da und Zeit ist da zum Schreiben. Ja. Gar nicht. Nee. Du sitzt erstmal da und denkst, was ist eigentlich los so? Also wirklich, es dauert eine Weile und dann fängt man so an, irgendwie das Ganze zu nutzen für sich und dann wird es irgendwann zu lang, so wie jetzt, ne? Genau. Masterarbeit, hast du jetzt schon gesagt, ich habe es auch in deinen Stories gesehen, dachte ich mir so, Masterarbeit, was ist jetzt los? Was machst du bitte alles noch nebenbei? Willst du darauf ein bisschen näher eingehen? Was studierst du? Bitte, ich studiere Psychologie. Okay. Genau, ich bin fast fertig, also ich muss jetzt nur noch die Masterarbeit schreiben. In Anführungsstrichen nur noch. Nur noch, genau. Das sage ich mir selber, dann kommt es mir nicht oh, so sorry. Groß und gefährlich. Nicht so genau, und arbeite da auch in einem Job, bei der Firma, die Online-Therapie und Trainings anbietet. Das ist ja praktisch. Und ich bin da in der Forschung, genau. Ja, cool. Weiß nicht. Ja, ist was ganz anderes, aber es ist auch ein Standbein von mir. Das ist cool, aber es passt doch eigentlich ganz gut. Kannst du das, weil es gibt ja auch oft so Mental-Coachings für Musiker, kannst du das dann so selber für dich auch irgendwie ein bisschen anwenden im weitesten Sinne so? Es ist ja immer das Klischee, dass man das auch macht, um sich selber irgendwie zu therapieren und zu trainieren. Völlig ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, man kann das dann vielleicht bei anderen Leuten machen, aber bei sich selber ist einfach jeder Mensch auch fehlbar. Und ich glaube, bei sich selber sollte man, natürlich achtet man vielleicht auf gewisse Sachen oder kennt gewisse Begriffe von, weiß ich nicht, seien es jetzt Krankheiten, aber auch einfach Eigenschaften und so. Mhm. Aber ich glaube, an sich kann man bei sich selber nicht sowas machen. Nee. Krass, finde ich extrem selbstreflektiert. So. Wow, höre ich das erste Mal, dass das jemand so wirklich, das finde ich total beeindruckend. Ich muss jetzt zu meiner persönlichen Frage kommen. Okay. Ich finde es total beeindruckend bei dir. Du wirkst wirklich so mit dir selbst im Einklang. So richtig, als ob du dich so, das steht ja in deiner Beschreibung, das Suchen und Finden und das Unterwegssein. Und man hat bei dir so das Gefühl, du hast dich irgendwie bei diesem Suchen und Finden tatsächlich irgendwie gefunden. Also so gerade auf so Instagram, wo ich mir denke, Mensch, diese Ruhe, die diese Bilder ausstrahlen, die würde ich auch gerne empfinden. Hast du irgendwie so für unsere Zuschauer, für unser Publikum so eine Art, hast du ein Geheimrezept oder ist das bei dir auch wechselnd und es wirkt nur so? Also es ist wirklich eine sehr persönliche Frage. Du musst nur so du kannst so antworten, wie es dir passt. Okay. Oh, gar nicht so einfach. Habe ich auch noch nicht so oft gehört. Also, ich habe es angekündigt. Oh, nee, alles gut. Freut mich erstmal. Also ich glaube, man muss die Dinge machen, die man liebt und sich dabei aber auch nicht zu sehr. Also ich glaube ganz viel, und das würde ich auch, muss ich auch mir immer selber sagen und anderen und hätte ich auch meinem jüngeren Ich gesagt, dass man sich nicht so stressen muss mit allem. Gerade auch was Ehrgeiz und so weiter angeht. Natürlich ist auch bei jeder Person und auch mir, ne, gibt es da auch Seiten, die man dann nicht sieht oder nicht mitbekommt. Aber was ich immer versuche, ist auch, was jetzt Studium und also vielleicht war das auch ein bisschen hilfreich, dass ich musste immer, also ich habe jetzt halt immer Musik und Studium und Arbeit parallel gemacht. Respekt dafür. Man kann nicht alles dann 100% machen und ich glaube, das ist voll die Life-Lesson dann, dass man merkt, auch eben loszulassen und die Dinge auch einfach so passieren zu lassen. Und dann kommen sowieso Sachen dazwischen, wie Corona oder was auch immer. Ja, und ich glaube, man sollte sich nicht immer so stressen. Nee, das finde ich ist ein richtig guter Tipp, weil es ist dieses, dass man sich da auch in diesen Strudel so reinziehen lässt. Ne? Gerade wenn man Musik macht, dass man dann oft auch einen Tunnelblick bekommt und dann die Pausen vergisst. Du hattest vorher auch schon erwähnt, dass du auch immer bist, der nicht so viel. Mir geht es nämlich auch so und dann irgendwann so, Moment, wann war denn mal der letzte Tag, wo ich auch nichts gemacht habe? Und das ist aber genau, glaube ich, der Trick, mal so ein bisschen locker auch dazwischen zu lassen. Ja. Also ich finde das ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank, dass du auch so offen darüber redest.
Jetzt bin ich gerade so geflasht, dass ich jetzt gerade ein bisschen draußen bin. Hast du, nee, pass auf, wir machen es anders. Ich habe eine Anschlussfrage dazu, was eigentlich ganz gut passt. Du schreibst oft übers Träumen, erzählst von Träumen. Du hast auch einen Song, der heißt Dreamers. Mhm. Ein englischer Song. Ja. Noch eine fiese Frage eigentlich. Du musst wieder nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Bist du dann auch so richtig typisch Künstler verträumt, dass du auch so, dass es in deinem Alltag man so merkt, dass du sehr verträumt bist, dass du mal Sachen verplanst oder, ich weiß nicht, bei mir war es so in der Schule immer nicht so alles mitzubekommen und eher aus dem Fenster zu gucken. Hat sich das so, kommt es daher, dass du selber so ein Träumer bist, dass du da so viel drüber sprichst? Ich glaube nicht, dass ich so chaotisch verträumt bin. Also ich bin schon ein Chaot, wenn man in mein Zimmer guckt. Ich wusste, so, irgendwo auf ist jeden was. Fall. Ja, ja, doch, ganz sicher. Ist bei mir auch so. Aber jetzt nicht so, dass ich Sachen verdussel oder so. Das glaube ich nicht mehr. Aber ich glaube so, das, was in Dreamers oder auch in anderen Sachen drinsteckt, ist dann eher dieses... Also Dreamers habe ich geschrieben, da war ich 19 und gerade so... auch so voll gesellschaftskritisch und irgendwie nervt mich das alles, wie alles funktioniert und wie alle sind. Und ich glaube, das ist der Traum, der da dahinter steckt. So dieses ist dann nicht noch was anderes, wenn man sich traut. Genau. Und auch eben die Entscheidung, irgendwie Kunst zu machen und solche Sachen. Das ist eher das Träumen, glaube ich, von dem ich dann spreche. Du bist eine echt interessante Mischung zwischen... weiß ich nicht, dieses Künstlerische und dann doch Bodenständige. Ich glaube, das ist diese Balance, die man dann spürt bei dir, dieses bei sich sein. Ich glaube, so könnten wir den Kreis schließen. Du hast jetzt nicht zufällig Dreamers geplant, gerade zu spielen. Ja, okay, machen wir. Du sagst jetzt, du hast das genau jetzt. Ich habe das geplant. Genau jetzt haben wir das so geplant. Cool. Dann jetzt Dreamers von Marie Feiler. Ja, so heißt übrigens auch meine EP, die ich letztes Jahr rausgebracht habe mit den englischen Songs. Oh, sehr cool. Wo kann man die bekommen? Sie steht da im Schrank, sehe ich gerade. Oh, cool. Da werden wir später noch mal genauer drauf eingehen. Jetzt erstmal. Genau. Viel Spaß. Okay. Puh. Da habe ich so viel über mich geredet. Atmen. Dafür bist du hier. We're standing on the edge of nothing, a million thoughts on a beautiful mind, staring at a pile of memories, too proud to leave behind. And everybody else just talking, and everybody else just walking. Take my hand, we'd run and save the world tonight. You and me, we are dreamers. Dreamers who deserve their dream. You and me, we are fighters, and fighters need to be seen. We're just one step away from infinity, holding on to each other while we run. But there are more big battles to be fought. There are more great games to be won. You just gotta hold on. And I see a light at the end of a rain. Whenever I see the fire in your eyes. And all those stories we won't tell tomorrow, everyone else could trade for beautiful lies, but they didn't see it with our eyes. You and me, we are dreamers. Dreamers who deserve their dreams. You and me, we are fighters, and fighters need to be seen. We're just one step away from infinity, holding on to each other while we run.
But there are more big battles to be fought. There are more great games to be won. You just gotta dream on. Tomorrow and the sky is dawning, a new dream has begun. I leave a note at your table to explain why I'm gone. I guess I am a dreamer. No need for sleep. And I guess I am a fighter. And fighters always stay at their feet. So there's no way we could stay. You and me, we're still bound to move on. So I guess I am a dreamer. I guess I'll dream on, dream on, dream on, dream on. I guess I'll dream on, I guess I'll dream. Vielen Dank. Also ich glaube, mit dem Song wird sie berühren. Mal gucken. Wir können es auf jeden Fall bewerben, das Ganze. Ja, gerne. Hier ist die CD. In welche Kamera darf ich denn bitte die CD präsentieren? Einmal hier das Cover. Bitte nicht auf mich gucken. Ja. Da sind vier Titel drauf. Mhm. Ja. Die sind, die CD ist von 2008. 19. Letztes Jahr habe ich die rausgebracht. Ah, tatsächlich, genau. Die ist eigentlich brandneu. Ja, genau, die Lieder sind alle schon ein bisschen älter. Aber ich wollte, bevor ich hauptsächlich deutsche Mucke nur noch mache, wollte ich die noch auf eine Platte bringen. Genau. Oh, das ist interessant. Hm. Da stellen wir jetzt mal noch eine ganz intime Frage. Weil ich finde das wirklich ein so interessantes Thema, dieses Mischen, Nicht-Mischen. Ich habe so ein bisschen geguckt bei dir auf YouTube. Englisch wie Deutsch kommt gleichermaßen gut an. Vielleicht liegt es ja irgendwie an dir. Ne? Könnte sein, ich stelle sie jetzt mal hier hin. So, ja, nochmal. Cool. Natürlich jetzt nicht, um Werbung zu machen. Oder, sie, warte, wir müssen sie. Du musst, tut mir leid, du musst liegen. Ich liege sie. Oh, das ist cool. So ist cool. So. Hast du jetzt, sozusagen, wenn du live unterwegs bist, spielst du beides? Also meistens spiele ich mittlerweile nur noch die Deutschen und Dreamers. Okay, das ist interessant. Ja. Das ist irgendwie, weil der mir auch, also es war der erste Song, den ich mal geschrieben habe und der liegt mir halt auch voll. Das ist so, das passt auch für mich mit meinem Weg, mit der Musik. So. Mhm. Das ist irgendwie so, der muss immer mit. Ja, ja, ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass live die deutschen Sachen besser funktionieren. Ich habe irgendwie gemerkt, dass es für mich nochmal eine ganz andere Verbindung auch zum Publikum schafft, weil man halt so dieses Storytelling mehr macht. Und genau, aber ich... Genau, also die Englischen gehören halt genauso dazu und ich denke auch immer so mit Mischen ist halt so gekommen, ne? Also ja. So, es war halt erst Englisch und dann war es Deutsch und dann, also es ist natürlich oft, ich glaube auch, dass das auch andere MusikerInnen, die das so gemacht haben, dass sie das immer gefragt werden und auch bestimmt viele Leute sagen, nee, entscheide dich mal. Ja. Ich finde das irgendwie cool, wenn Leute das einfach so machen, wie es kommt. Also, ja. Also ich beschäftige mich auch oft mit der Frage. Mhm. Also für mich ist eigentlich so Musik Musik. Mhm. Ich finde, der Song entscheidet so, in welcher Sprache er raus möchte. Und wenn er dann auch mal französisch ist, finde ich das jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Aber ich höre auch immer wieder, Mensch, du musst dich doch jetzt mal entscheiden. Ja. Oder auch dieses, wenn du dann auf Englisch singst, wenn das jetzt alles auf Deutsch wäre, dann würde ich dir eine CD kaufen. Mhm. Habe ich jetzt nicht mit bei. Ja. Ne? Also deswegen finde ich es immer super. Ich meine, wir sind ja hier jetzt ganz privat unter uns. Einfach dieses, was du in Zukunft vorhast. Und ich komme dann einfach jetzt zu meiner schon relativ letzten Frage. Wobei du hast jetzt schon halb ein bisschen beantwortet, dass du viel auf Deutsch in Zukunft auch unterwegs sein wirst. Wie geht's jetzt erstmal weiter? Du hast heute angekündigt auf Instagram, kurze Werbung wieder für Instagram, dass du
dass du dein vorerst letztes Konzert spielen wirst. Ach so, für jetzt einfach. Ich habe noch keine Ich wollte gerade sagen, nee, Gottes Willen. Nee. Jetzt. Ich höre nicht auf. Oh weia. Ich dachte, du machst eine Winter-Corona-Pause. Jetzt habe ich schon gedacht, oh nein. Wie Ich meinte vorerst letztes. Weiter. Ich habe also Konzerte stehen jetzt erstmal keine weiteren an. Und ich befürchte auch, dass es im Winter noch mal ein bisschen mau wird, was das Ganze angeht. Ansonsten wahrscheinlich, plane ich, eine deutsche Platte rauszubringen. Irgendwann nächstes Jahr, wann immer das klappt. Und habe gerade schon ein paar MusikerInnen um mich rum, mit denen ich so ein bisschen überlege, wie man das auch instrumental untermalen kann. Also mit Band, also ein bisschen größer sogar. Ja, also ich glaube trotzdem eher, jetzt nicht mega ausproduziert, sondern eher genau auch irgendwie akustische Instrumente. Aber ich habe was vor. Ja. Also es wird richtig real, richtig authentisch, richtig mit Musikern. Du hast da was für sehr schön. Mhm. Oh, ich bin aufgeregt. Ich auch. Wie das wird. Ja, es ist eigentlich ganz gut. Ne? Dann hast du jetzt gerade auch so ein bisschen die Zeit dafür auch, fürs nächste Jahr vorzubereiten. Ne? Ja, genau. Hast du denn jetzt noch so einen, das ist auch voll gemein, so einen brandneuen Song gerade zufällig dabei, wo du jetzt erst vor kurzem oder am besten in der Corona-Zeit. Ja, wenn ihr wollt, dann kriegt ihr meinen Corona-Song noch. Ja, ich würde. Was das anderes wollten wir gar nicht. Perfekt. So, der wie heißt der? Also nicht Corona-Song. Nee, der heißt Du träumst von Italien. Ich kann kurz erzählen, wie das dazu kam. Das wäre cool. Ich habe, wie gesagt, am Anfang in Corona gar nicht geschrieben und mein Kopf war auch einfach war leer und war. Genau, zumindest was Musik anging. Und dann habe ich einen Podcast gehört. Hotel Matze, das ist mein Lieblingspodcast. Cool. Und dann hat er sich mit Sibylle Berg unterhalten, die ich auch ganz toll finde. Und dann ist dieser Satz gefallen, es ging so darum, was man in Corona nicht machen kann und was sie vermissen. Und sie hat gesagt, hat von Italien gesprochen und er hat von ungestörtem Sex gesprochen. Und dann ist dieser Satz gefallen, du träumst von Italien und ich träume von Sex. Und das fand ich so lustig, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich einen Song draus. Und was dann, sonst, ne? Ja, und dann habe ich das gemacht. Ich bin gespannt, wie das klingt. Genau. Sehr cool, viel Spaß. Also, du träumst von Italien. Näher ran, ja. Genau, so. Sieht einfach zu dir ran. Super. Okay. Gut. Ups. Du träumst von Italien und ich träum von Sex. Ich komm dir nicht näher, auch wenn du mich lässt. Ich male nach Zahlen, du malst heile Welt. Ich hätte nie gedacht, dass ich Hefe brauch. Jetzt ist sie alle und du fehlst mir auch. Hier ist so viel Stille und die Nudeln sind aus. Es ist schon komisch, wie viel ich spazieren geh und dass ich draußen trotzdem nichts mehr Neues seh. Und du sagst, vielleicht wird es nicht anders, vielleicht würde es nur lauter. Ich lerne Langeweile und du lernst Klavier. Ich trinke zu viel Kaffee, du trinkst zu viel Bier. Das wäre nicht anders, wärst du heute hier. Wir haben die Zukunft abgesagt. Wir haben uns alles und gar nichts gefragt. Aber wenn das vorbeigeht, kommst du dann vorbei. Da, da, da. Erzählst von damals, ich denke zu weit. Ich frag mich, ob irgendwas zwischen uns bleibt, außer dem Kaffee und zu wenig Zeit. Brauch ich dich auch, wenn ich dich wieder haben kann? Räumst du mich auf und fängst einfach von vorne an? Wenn ich dann anruf, gehst du da noch ran? Haben wir dann Sex über keine Träume mehr, jetzt besser vorgestellt als hinterher und von Italien. Da, 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 da
Italien sprichst du nicht mehr. Vielen Dank. Cool. Das war der Corona-Song. Ja. Ich finde, der ist sehr gut geworden. Dankeschön. Also das ist mal was Gutes, was Corona hervorgebracht hat. Immerhin, ich glaube, wir müssen öfter was Gutes aufzählen, um es so schöner zu reden. Das stimmt. Also sehr, sehr cool. Wir sind jetzt schon von der Zeit so gegen Ende. Okay. Ich würde sagen, du spielst, wenn du Lust hast, noch so ein, zwei Songs, die dir total am Herzen liegen, die du unbedingt noch spielen willst. Wenn das... Sehr gut, wir haben gerade von der Regie das Go bekommen. Dann viel Spaß. Wie heißt denn der nächste Song? Der heißt Dein Vielleicht. Ja. Oh ja, den habe ich, ich glaube, irgendwo, auf... Ja, nimm dir Zeit. Wir haben ein bisschen. Ja, den gibt es online bei Klein- und Feinkonzerte. Da habe ich ihn gehört. Genau, der ist mir total aufgefallen. Also nochmal hier online, YouTube. Genau, Werbepause. In dem Song geht es ums drüber wegkommen oder auch nicht. Ich sehe gerade, du kannst reden und stimmen. Ich gebe mir Mühe. Das ist sehr praktisch. Dann kann man gut reden und trotzdem stimmen. Cool. Okay. There we go. Let's go. Ja, dein vielleicht. Danke fürs Zuhören und für die schönen Fragen. Freut mich, dass du sie als schön empfunden hast. Also es ist sehr schön, mit dir zu reden. Ich sehe, da ist Potenzial. Wir werden da wahrscheinlich gleich weitermachen, wenn die Sendung sehr vorbei gerne. Ist. Aber jetzt hören wir erstmal deinen letzten Song. Ja, cool. Marie Pfeiler mit Dein Vielleicht. Such dich seit Wochen zu vergessen und finde wieder dein Vielleicht. Die alten Bilder an den Wänden, die stehen für uns mehr schwarz als weiß. Und du reichst mir deinen kleinen Finger, doch ich will deine ganze Hand. Und irgendwo zwischen den Stühlen haben wir uns dann verrannt. Das fällt mir unbeholfen schwer und dir so unbetroffen leicht. Und hinter deinem Rücken kehr ich Scherben zusammen. Finde wieder dein Vielleicht. Dann schreibst du, du hast wieder nicht geschlafen, bist immer am längsten dabei. Liebst gerade deine besten Zeiten, jeden Abend schlechte Kneipen, das muss genauso sein. Und geht besser allein. Das fällt mir unbeholfen schwer und dir so unbetroffen leicht. Warum du noch alle neun Dreivierteltage wieder meinen Namen schreist und du berechnest und vergleichst noch. Sag Bescheid, wenn es nicht reicht. Denn ich verschwende meine Zeit und jeden Reim an dich und deine ewig stolze Einsamkeit. Das muss genauso sein, das geht besser allein. Doch deine Stille trübt den Schein. Fällt dir unbeschreiblich schwer, alles immer zu schnell, zu nah. Und du sagst wahrscheinlich höchstens heimlich, dass hier mal irgendetwas war. Und was genau ist auch nicht klar. Das fällt mir unbeholfen schwer.
scheinbar unbetroffen leicht. Und hinter deinem Rücken kehr ich Scherben zusammen. Sag nur Bescheid, wenn es nicht reicht. Sag nur Bescheid, wenn es nicht reicht. Denn ich hör noch auf dein Vielleicht. So ein trauriger Abschied. Ich fand es ein harmonischer Abschied. Das ist so gut. So schön, dass du bei uns warst heute. Fand ich auch. Vielen Dank so gespannt, für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du hier warst. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich folge dir ja schon auf Instagram. Mhm. Ihr könnt das auch tun. Dann sehen wir uns alle online wieder. Genau. Und dann wünsche ich dir einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Und ich verabschiede mich hiermit von euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Unplugged Wohnzimmer. Und wir sehen uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Alice. Tschüss.